Wie lang kommt denn da noch? Ja, er trifft natürlich, ist aber auch nicht so schlimm, wenn er trifft. Ist echt nicht so schlimm, wenn er trifft, weil, Feloschka, es ist auch echt komisch. Wir hatten den Texturbug mehrmals, als du nicht da warst. Kaum bist du da, ist alles wieder heile. Welche der Türen ist eigentlich die, die zu ist? Sind die beide zu? Ah. Ansonsten hätte ich jetzt eine lustige Idee gehabt. Darüber verhandeln wir noch. Also. Dieses Mal kriegen wir es aber hin. Sagte er und sprang ins Nichts. Wie viel kommt da noch in dem Level? Sehr viel. Also nach meiner Erinnerung haben wir nicht mal die Hälfte gesehen. Nach meiner Erinnerung ist das hier praktisch der Intro-Bereich. Bis man dann in den großen Raum mit den riesigen Wassersachen kommt, da geht das Level dann praktisch los. Okay. Let's get. Einfach nicht mehr drüber nachdenken, einfach machen. Warum? Langer Unterwasserabschnitt mit einem riesigen Raum mit diversen Seitengängen. Ja, genau. Das ist halt das eigentliche Level. Wisst ihr, was jetzt geil wäre? Ein Medipack. Ja, natürlich. Ja, für ein PlayStation 1-Spiel ist das wirklich weitläufig. Bin auch echt beeindruckt, was sie Schönes geschafft haben mit dem ersten London-Level. Also, wie weitläufig das scheint, wie sie halt es hinbekommen haben, eine Stadt relativ glaubwürdig, weil man halt sehr, sehr weit oben ist und unten natürlich nichts sieht im Detail. Ich war auch beeindruckt, wie gut sie das halt hinbekommen haben, diesen Eindruck für ein fucking PS1-Spiel halt. Ja, man könnte fast meinen, Marco liebt die Stelle. Leute, wir sind gleich drüber hinweg. Und wenn wir drüber hinweg sind und ich grinse, kann es weitergehen. Eben waren wir zwar drüber hinweg, aber ich habe nicht gegrinst. Das heißt nichts Gutes. Oder so. Der Horizont besteht aus sich wiederholenden Tapeten. Wir haben einen Zuschauer aus Texas. Was spricht man da für eine Sprache? Das war ein Witz. Nein, tut man nicht. Lol, lasst uns den Medipack-Song singen. Ich weiß es nicht. Also ich kenne den Medipack-Song nicht. Warum sag ich das so? Als wäre das jetzt mega überraschend. Genau, Lara, genau. Exakt, das wollte ich. Aber mittig in der Plattform stehen. Genau, hier bin ich praktisch draufgefallen. Muss ich nach rechts oder nach links? Ich probiere einfach mal rechts, oh lol. Okay, was für ein mega krasser erzwungener Schaden ist das eigentlich? Ich meine, gut, da liegt halt das Medipack, das man da nehmen soll. Nur, naja. Ihr wisst es. Gut, lasst uns.
Ich habe Schokolade im Mund. Ich hasse es. Wird das heute noch was? Ich weiß. Back to the roots, ja. Es ist wirklich so. Circa 2 Meter. Wie er halt einfach, wie er überhaupt nicht vorhersehbar ist, wo dieser Typ herkommt. Ich esse gleich eine fette Milka-Torte. Oh. Marco hat auch nur keinen Bock auf den Unterwasserabschnitt. Bei so tollen Spielen wie Tomb Raider frage ich mich, wie da 2 Entwicklerstudio pleite gehen konnten. 2? 1. Werden hier einfach nie weiterkommen. Wir werden bis zum Ende aller Zeiten. Mann, Let's Gate ist ja richtig einfach. Ist das dein Ernst? Let's Gate geht eigentlich. Verräter, Verräter. Ach. Oh, nicht den Kristall nehmen. Wir dürfen es nicht. So, das letzte wie beim letzten Mal. Also. Bitte. Danke. Gates Gaming ist ja ein englischer Name. Wenn du das Level geschafft hast, musst du ganz laut GG Easy schreien. Das machen die coolen Kids so. Ja. Yeah. Einfach mal in das Secret Sound, in den Secret Sound hineingerollt, wie man das so macht, wenn man so ein Pro ist wie ich, Mann. So. Und erzwungener Schaden. Oder irre ich? Also es scheint nur keine Möglichkeit zu geben, hier weniger Schaden abzubekommen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass das sein muss. Wieso haben wir keinen Schaden? Ach so, das kommt erst da. Ja gut, ist aber immer noch besser, als es letztes Mal war. Und gleich werde ich speichern und wir werden alle mega, mega gerecht und fröhlich sein und so. Pro Gamer Gaming 2.0. Tschüss, mein Freund, tschüss. So, Medipack, nee, das geht ja nicht. Secret holen und dann speichern. Verspreche ich es euch. Nochmal, ich verspreche es euch. Ich verspreche es mich. So, was ist das? Es ist eine Rakete. Wie gesagt, EJ, wenn das Level mit dem Leben nicht mehr schaffbar ist, haben wir ein Problem, weil ich bisher nur erzwungenen Schaden abbekommen habe. In dem Fall müsste ich mir dann für den nächsten Stream irgendwas ausdenken.
Was? Warum? Premium Stream ist durch, die saufen schon. Das ist euer Ernst. Mal davon ausgehend, dass das jetzt richtig war. Okay, da ist... Ah, ich verstehe, verstehe. Ja, ich bin der coolste Typ. Way too easy. Obviously. The amount of deaths was still countable. That's not acceptable. Gut. Wir haben nicht gespeichert, ne? Wir haben... Ja, genau. Wir haben nicht nach dem Sammeln des Secrets gespeichert. Das heißt, wir können es nochmal tun. Seile als Schal. Diese Aussage wirkt recht random. An insane guy who likes to suffer. Logisch gesehen bringt dieser Block uns dort gar nichts, ne? Dann muss ich den wohl ziehen? Also erstmal den hier wahrscheinlich schieben. Den kann ich nicht schieben. Den kann ich also nur ziehen. Ah! Ich verstehe. Ihr seid einfach nur... Du musst den anderen zweimal ziehen, dann kannst du zurück zum Level anfangen. Du musst hoch und rechts beim Sessel was einsetzen. Okay, danke schön. Den anderen zweimal ziehen. Ah, wahrscheinlich wegen Delay, weil das habe ich offensichtlich gemacht. Alles andere wäre nicht mehr möglich. Marco, ich verstehe. Jeder Zuschauer mal abwarten. Ach. Sag mal, ist deine Mutter Putzfrau, weil du bist so putzig. Kein... wir brauchen einen neuen Mod. Falls ihr Interesse habt an dieser sehr gut bezahlten, also fast 0 Euro pro Stunde, an dieser Premium-Stelle, dann schreibt einfach ProGamer1101 an, der regelt das. Der regelt das. Der regelt alles. Der regelt das jetzt. Marco, wieso bringst du dich freiwillig immer absichtlich so um? Und es war dieser Moment. Und in diesem Moment warf ich alles von mir, das ich jemals war. Und aß mein Gemüse nicht auf. Aß mein Gemüse entgegen der vorherigen Ankündigung nicht auf. So, hier muss ich das Teil einsetzen. Hier irgendwo in diesem Raum, meine ich damit. Was hier? Da?
Nun bin ich tatsächlich leicht verwirrt. Das wird jetzt dauern. Ja. Davor an der Kante. Ach, warte. Ah, okay, Embalming Fluid. Dadurch öffnen wir die Tür. Und dürften. Na, ist das gefährlich hier? Ja, aber warum sollte man da reinspringen? Ich bin nicht doof. Couch war mal ein Taxi. Stimmt. Stimmt. Wieso fällt mir das jetzt erst auf? Diese Couch war mal ein Taxi. Der ist einfach durchgeschnitten. Also wir müssen wohl runter. Ich dachte, jetzt kriegt man hier ein Secret oder so. Wir haben 4 von 6. Muss ich speichern? Es wird mega ätzend, wenn ich es nicht tue. Ach, erstmal rein. Okay, lol. Hätten wir auch cooler machen können. Nein, nicht. Okay, ich habe die Harpunen schon verschossen, die ersten. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hätte speichern sollen. Hier ist zumindest Luft. Ich kann auch absteigen. Krokodil wird mir gleich folgen, also steig ab, Lara. Okay, wir haben irgendwie überlebt. Keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Das war scary. In den Seitenöffnungen nur Gegenstände und ein Kristall. Ja, da gibt es einen Bug mit unendlich Luft und Fliegen. Okay, hier darf ich von den Wachmännern nicht gesehen werden, ansonsten kriege ich ein Secret nicht, soweit ich das verstanden habe. Deshalb speichern wir hier, weil sonst wird es einfach ätzend. Haben demnach noch 6 Speicherkristalle. So, 6 Speicherkristalle. Das wird happig. Hier ist nur ein Seitengang, oder? Um genau zu sein, ist das, glaube ich, der Gang zum Levelende. Das ist ein Secret. So. Es hat sich eine Luke geöffnet. Man öffnete eine Luke auf dieser Welt, nur weiß man leider nicht, wo man sie hinsetzte. Ach, hier. Keine Limette Mondschokolade für Matterlein. Oh weh. Okay, das hat irgendeine Tür unter Wasser geöffnet. Nicht. Ach, okay. Also bisher läuft es ja. Sag diesen Satz doch nicht zu Ende, Marco.
Ja. Also ich wurde jetzt gesehen. Hab ich denn das Secret schon, für das ich nicht gesehen werden darf? Wahrscheinlich nicht. Ja. Die Hölle. Dieses Level ist die Hölle. Läuft gut. Ja, flawless victory. Nein, überhaupt nicht. Fatality. Aber es gibt noch eins hinten rechts unter Wasser in einer Nische. Ihr habt die ganze Zeit nur mit Ratings um sich am Werfen dran sein tun.